Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Beyond. Hallo, da sind wir wieder und es geht weiter. Ich bin hier noch dabei zu bauen, hier meine Kabel zu verlegen, meine harten Fluiducts, die ich hier irgendwie so verteilen will, dass man sie nachher nicht sieht. Das funktioniert hier schon ganz gut. Da muss ich jetzt mal gucken. Hier und hier haben wir dann den Block, der mich nervt. Aber da kann ich eventuell noch ein Casting-Basin draufsetzen, dass das nicht sichtbar ist. Und dann soll es hier nämlich da ankommen. Wie man schon sieht, jetzt ist gerade keine Lava da. Keine Lava da. Schlecht, deshalb werde ich mir hier, nehmen wir uns hier ein... Ich glaube, ich nehme direkt ein Reinforced-Servo, dass der hier ordentlich was rausballern kann. So. Muss ich noch gerade mal gucken, wie das hier funktioniert, wie das aussieht. Sieht gut aus. Also, wir nehmen uns die Geschichte, sagen hier bitte kein Signal und einfach rausballern, was du kannst. Und er soll hier bitte unten seinen Ausgang haben. Was ist das hier denn? Ach, kombiniert einen Ausgang wahrscheinlich für Ender.io. Oben Eingang, unten Ausgang. Okay. Er hat Strom. Das heißt, ich kann ihn auch schon mal, bevor ich es vergesse, hier das Servo geben. Dann ist er nämlich hier schon mal ein bisschen geupgradet. Und kann ein bisschen mehr Power to the Bauer geben. Was ich jetzt brauche, sind Cobblestone. Einfacher Cobblestone. Den brauche ich hier jetzt. So. So. Cobblestone. Hi. Nehmen wir uns einfach mal einen Stack mit. Gehen hier hin und schauen mal, ob das funktioniert. Wir gehen hier hin und sagen, bitte schmelze mir diesen Cobblestone. In der Theorie müsste das funktionieren. Er sollte hier Lava produzieren. Tut er das auch? Und kommt die Lava dann hier auch an? Das ist hierzu die Frage. Okay. Oh Gott, dauert das ewig. Bist du wahnsinnig? Du kannst dir im Laufen die Schuhe besohlen. Oh Gott. Ist das langsam. So, aber wenigstens sind hier mein Jetpack und mein Teleporter fertig. Oh mein Gott, da kannst du dir echt im Laufen die Schuhe besohlen, so langsam wie du bist. Ich glaube das jetzt da nicht. Okay, da muss ich jetzt gerade mal nach dem Upgrade gucken. Weil das ist ja... Die Dinger sind ja gnadenlos langsam. Da muss ich nach dem Signal im Upgrade gucken. Kann man das nicht mal durch? Hier, danke. Erstmal brauchen wir dann das Reinforced Upgrade. Reinforced. Reinforced Upgrade Kit. Da. Okay. Elektrum, Hardenglas, Silver Gear. Gut. Silver Gear haben wir dafür alles dabei, zufällig. Okay, nein. Es fehlen 4 Silver Ingots. 1, 2, 3, 4. Gut. Hallo. Einmal. Jupp. Jupp. Ach, Limestone, geh weg. So. Dann das Hardend. Glas. Sie hatten hier das harte Copperglas. Das bietet sich dafür an. Kommen Sie her und lassen Sie mich hier bauen. Es fehlt das Elektrum noch. Das Elektrum versteckt sich hier. 1, 2, 3, 4. Mein Güte. Okay, dann hätten wir hier das Reinforced Upgrade Kit. Das basteln wir da mal rein. So. So richtig. Turns solid materials into fluids here. Very useful for building advanced blocks into. Keep away from small children pets, yeah. Okay, the augmentation. Augmentation. Ah, jetzt muss ich mir die Augmentation angucken. Was kann ich in Augmentation reinpacken?
Was kann ich da reinpacken? Was ist das hier? Augment. Ah, hi. So. Augment. Was kann ich hier reinpacken? Auxiliary Reception Coil. Increases maximum power usage, okay? Increases the chances of secondary product. Additional food when cooking. Flux adders gain additional ingots when smelting ores. Resin funnel allows for fluids to be extracted from locks with tectonic indicator. Yield from ores. Pyro concentrator increases yield from ores. Okay. Also hier muss ich mal gucken, was ich mir denn da reinpacken kann. Was würde sich denn da lohnen? Mycelium Substrate, Nether Substrate. Das sind dann Crops to be grown, suitable for Nether Crops. Okay, also hier kann ich auf jeden Fall jede Menge Sachen reinpacken. Aerolastic. Igneous Extruder, Photogenic Machines. Jetzt muss ich mal gucken, wo kann ich das Machines Processing Speed. Das Ding brauche ich. Ich brauche Gold, Redstone Reception Coil. 1, 2, 3, 4, 5 machen wir uns gleich mal. So, Gold Ingots, Redstone. Boom, 5 Stück. Die packen wir jetzt erstmal da rein, weil das dauert mir alles zu lange. Das dauert mir hier alles etwas zu lange. Augment installed, okay. Ich kann es immer noch im Gehen die Schuhe besohlen, aber immerhin. Und da kommt tatsächlich was an. Jawollo. Okay, es funktioniert schon mal. Dann bin ich schon mal halbwegs glücklich. Hauptsache, die kriegen hier ihr Zeug rein. So. Auch hier packen wir das Augment rein. Ich weiß, die brauchen alle ein ganzes Stückchen mehr Strom. Aber das soll jetzt unser Problem nicht sein. Denn für den Strom sorge ich wohl. So, da noch das Augment rein. Und hier auch nochmal. So, dass wir hier mal ein bisschen in die Füße kommen. Oh ja, der saugt hier jetzt erstmal das Teil leer. Hupsi. Okay. Da kommt was an. Hier ist der Tank schon ordentlich gefüllt. Yes, Baby, es funktioniert. Wir kriegen Lava. Mr. Lava ist am Arbeiten. Okay. Dann, dass das funktioniert, ist schon mal echt Bombe. Wir packen das hier mal zu. Hier kann ich leider nicht zumachen, auch wenn ich es gerne würde. Aber es geht nicht. Dass das hier funktioniert, das ist echt Gold wert. Also jetzt muss ich da wenigstens nicht mehr selber nachfüllen. Die Scheiße. Ne? Funktioniert. Hier wird ausgegossen ohne Ende. Und theoretisch könnte ich hier natürlich auch sagen, hier mach mal dahin, dass er mir da Blöcke ausgießt. Beziehungsweise könnte ich nochmal einen zweiten Tisch hinstellen, dass er das macht. Ist alles noch im Rahmen des Möglichen. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber ich möchte es hier halt möglichst schön bauen. Deshalb so. Was ich jetzt dazu bauen will, ist ein Igneous Extruder. Denn ich möchte da ja nicht immer mal nur. Ich möchte hier irgendwie mal hinkommen, dass alles automatisiert ist, wenn er mich durch die Tür lässt. Dankeschön. Das ist ja. Ich glaube, ich mache jetzt echt einen Schalter hin. Das geht mir jetzt auf den Keks. Das geht mir richtig auf den Keks damit. Cobblestone. Ich brauche einen Cobble, den haben wir auch hier. Und einen Stick. Ich mache da jetzt einen Lever hin. Das geht mir so hart auf den Keks. Das geht auf keine Kuhhaut. Wo ist meine Oakbäume? Da. Meine Güte. So geht das hier nicht, mein Freund. So, ein Lever. Vielen Dank. Kommt da eine Wand, Tür auf. Dankeschön. So. Jetzt kann ich hier durchrennen, wie ich will. Ich möchte jetzt einen Igneous Extruder bauen. Mein Inventar ist wieder mal vollkommen vollgemüllt. Das macht aber nichts. Wir werfen hier einfach wieder alles rein. So. Stromkiste kriegt die hier. Moment, hier muss noch wieder die rein. In die Stromkiste muss
das rein, das Conductive Iron, das Elektrum theoretisch auch, das haben wir aber gar nicht dabei. Die Ingot-Kiste wird von mir versorgt. So. Hier dürfte gerade ziemlich viel Kohle, hier kommt ziemlich viel Eisen an. Eiert aus. Was tue ich da? Auxiliary Sieve. Machine Secondary increases the chance of secondary product. Of secondary product. Das wäre natürlich cool. Für so ein paar Blöcke wäre das echt cool. Ist auch nicht schwer, das zu bauen. Gerade für sowas wie den Pulverizer wäre das echt eine geile Sache. Ja, also kann man mal drüber nachdenken. Allora, jetzt wollen wir weitermachen. Ich möchte mir gerne einen Igneous Extruder bauen. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Igneous Extruder, da ist er doch. Wir brauchen Glas, wir brauchen einen Piston. Invagiers, schon wieder Invagiers, wieso? Oh, Pisten brauchen wir auf jeden Fall. Oak. Ein bisschen Cobblestone sollten wir noch im Inventar haben. Redstone ist da. Das heißt, wir können uns schon mal den Pisten bauen. Nein, weil wir Iron nicht im Inventar haben. Bitte geben Sie mir einen Iron. Einmal Dankeschön. Weg mit euch. Dann brauchen wir Glas. Hello. So, Glas haben wir. Wir brauchen einen Redstone Reception Call. Da fehlt uns der Gold. Das Gold. Nicht der Gold. Das Gold fehlt uns da. Komm mal her. Pisten raus. Und du kommst mit. Gut, es fehlt der Machine Frame. Tin Gear. Kommst du her? Tin haben wir auch gerade nicht im Inventar. Rintintin, da ist es doch. Also, ich merke schon, wir verbrauchen hier unser Zeug ganz gut. Ach, jetzt und geh raus. Du kommst mit. So, so. Das heißt, wir haben unser Tin Gear. Wir können das hier bauen. Machine Frame, danke. Jetzt brauchen wir unsere Invar Gears. Ich brauche 8 Invar. Habe ich nicht, oder? Tin, habe ich überhaupt noch Invar? Ach doch, 11 habe ich. 1, 2, 3. Ja, mit Invar, das ist noch so eine Geschichte. Da müssen wir nochmal gucken. Invar Gears. Raus da. 2 Stück, danke. Und schon haben wir unseren Igneous Extruder. Basic. Das heißt, wir müssen mal wieder hier auf jeden Fall ein Upgrade reinpacken. Der Igneous Extruder soll bitte hier oben drauf stehen. Der braucht tatsächlich auch Strom. Der braucht deutlich Strom, und das ist ja doof. Na gut, wir kriegen jetzt erstmal von mir hier die Geschichte rein. Er braucht Wasser, er braucht Lava. Mr. Lava Lava kriegen wir jetzt ja hier theoretisch her. Müsste klappen, oder? Seid hier liegt noch Lava drin? Nein, liegt sie nicht. Dann gehen wir runter und holen uns einen Eimer. Der ist hier hinten in der Kiste. Eimer. So. Dann holen wir uns hier einen Schwung Lava her. So. Und den packen wir da rein. Lava ist drin. Jetzt brauchen wir Wasser. Wasser müssen wir von oben holen. Da haben wir glücklicherweise den Fluss vor der Haustür. Das ist jetzt mein Glück hier. Wir gucken mal, wie wir bei den Schafen vorbei. Hallo Schafe, hallo Kühe. Unsere Hühnchen sind da am Grasen. Ist das nicht schön? Dann können wir unseren Steg hier mal nutzen. Gehen da runter, holen uns Wasser und haben ein Wasserloch geschaffen. Das mit der unendlichen Wasserquelle funktioniert hier irgendwie nicht so gut, habe ich das Gefühl. So, Eimer, Fenster auf, Tür auf, Tür zu, glücklich. Was zu essen brauche ich mal wieder. Hier ein paar Steaks. Lecker Steak. Steak ist beste. Steak ist einfach beste. Ha! Steak! Steak Night! Wer weiß, wo es herkommt, in die Kommentare. Steak Night! Ach ja, Steak Night. Jetzt ein Steak. Ich wäre dabei.
Okay, und da sind wir schon. Und jetzt produzieren wir hier fleißig Zeug. Wir machen unten unseren Ausgang. Da nix, da nix, da nix, da nix. Jetzt ist die Frage. Packt er nach? Er packt nach. Yay. Schön. Nur, unser Strom ist aus. Ei, der da aus. Unser Strom ist aus. Wir haben keinen Strom mehr. Wir haben unseren Strom tatsächlich rausgeballert hier. Ja, leck mich am Arsch. Tatsächlich verbrauchen wir hier gerade allen Strom, den wir haben. Ich glaube, das Ding hier verbraucht am meisten aktuell. Ja, er kommt nicht mehr hinterher. Wir sind an unserem Stromlimit. Das heißt, ich muss wieder Strom produzieren. Jawohl, ja. So, erstmal kommt da oben ein Block hin. Hier würde ich gerade mal umbauen, dass das hier ein bisschen schöner aussieht. Schwupp. Du kommst mit. Du kommst mit. Einfach nur für die Schönheit. Nein. Nein, so nicht. Den da drauf. Dann setzt er da eine Verbindung hin, die er nicht haben soll. Die muss ich immer kurz abgewöhnen. Einmal weg, danke. Da sollst du nämlich bitte keine Lava reinfüllen. Das wäre ziemlich scheiße. So. Man sieht hier aber auch nichts, ne? Das ist so dunkel. Kann ich mich noch mehr beschweren? Ja, kriege ich noch hin. So, wir haben hier unser Zeug. Wir haben hier unsere automatische Produktion. Wir sind hier am Limit. Wir kommen nicht hinterher. Aber der Strom steigt immerhin wieder. Wie viel brauchen wir eigentlich pro... Er muss, glaube ich, erstmal wieder den Strom hier haben, damit er... Ja. Ja, er braucht eine gewisse Menge Strom, um hier weitermachen zu können, habe ich so das Gefühl. Ja. Also, wir brauchen definitiv mehr Zeug. Hier ist kein Strom mehr gelagert. Wir brauchen mehr Solarzellen. Gut. Dann würde ich sagen, was das jetzt eigentlich so für mich das nächste. Ja. Und... Dann haben wir das fertig. Wir haben hier unseren automatischen Lava-Generator. Endlich. Ich muss nicht mehr ins Nether rennen, in Keller rennen, um da Lava aufzuholen. Was für mich schon mal ein riesen Vorteil ist. Also das freut mich tierisch, dass ich da nicht mehr runterrennen muss. Heidewitzka. Ja, und dann würde ich sagen, wir packen da nochmal das Blöckele hin. Und dann machen wir hier eine kleine Pause. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.